Einen schönen guten Abend. Wer mich nicht kennt, ich bin der Marcel und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich muss eher sagen, schön, dass ich es geschafft habe, mal wieder einzuschalten. Aber ich will nicht lang schnacken. Was will ich machen mit euch? Ich möchte euch den Zwischenstand der Green Betty zeigen und nach dem Intro. So Leute, da ist die Green Betty, wie ich gerade schon vom Intro gesagt hatte, einen kleinen Zwischenstand. Da steht T4 Liebe. Ja, Green Betty hat sich von außen ein bisschen gewandelt. Wir haben unten alles schwarz gemacht, die Plastikverkleidung hatten wir auch ab, haben das alles abgedichtet. Ja, und ein Dachgepäckträger von Enric ist raufgekommen mit einer schönen Markise. Ihr seht selber, 3 Meter lang. Ja, wir haben immer jetzt unseren Schatten, unseren Sonnenschirm dabei. Ja, Leute, so schaut es gerade von außen. Ich zeige es mal noch von hinten, da die Green Betty sich verwandelt hat. Hier unten haben wir alles schwarz gemacht. Und andere Seite sind jetzt Airline-Schienen rangekommen für unsere Sandboards, die auch schon da sind. Die liegen in der Werkstatt, die muss ich noch anbauen. Ja, so sieht es gerade, wie gesagt, von außen aus. Green Betty ist so gut wie fertig von außen. Jetzt fehlen nur noch andere Räder drauf. Ja, ich habe mich da schon empfehlen lassen, was ich für Räder nehme. Ein paar Offroad-Räder. Wir hatten in unserem Dänemark-Urlaub, haben uns ein bisschen festgefahren. Und da haben wir für uns auf alle Fälle festgestellt, wir brauchen definitiv andere Räder für unser kleines oder für unsere kleinen Abenteuerreisen. Da reicht das Straßenprofil doch nicht aus. Gut, jetzt zeige ich euch Green Betty nochmal von innen, wie es da ausschaut. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Das ist unsere Küche, Marke Eigenbau, IKEA. Ja, wurde ein bisschen präpariert, die Küche, so dass es passt. Auch mit Pushlocks alles verbaut, so dass die Türen natürlich nicht aufgehen. Hier, wunderbar macht sich das. So sieht das Ganze aus. Ist eine wunderbare Sache. Ja, uns fehlt natürlich noch der Wasserhahn. Der kommt natürlich auch noch, sobald wie die Geschichte Anschluss Wasser gelaufen ist. So, ich spring mal rein in das ganze Geschehen hier. So, da kommt so ein kleiner Apothekerschrank hin, wo denn meine Frau oder ich hier uns unser kleines Bad, wo wir uns dann waschen können mit einem Spiegel dran. Ja. Waschbecken ist auch von IKEA, hier ist noch von der Kühlbox das Gitter. Ja, funktioniert super, auch mit dem Siphon, den ich verbaut habe von IKEA, ohne Probleme. Also kann ich nicht meckern. Ihr seht schon, wir haben uns kleine Solarpaneele gegönnt. Wir haben auch unser Stromkonzept jetzt überdacht nochmal und werden nur ein 12-Volt-Kreis verlegen in dem Bus und den Rest alles mit einer Powerbank betreiben. Ja, so schaut's aus. Hier ist noch offen, die Seite ist wie gesagt schon zu. Pyrolo und Verdunklung, ist eine gute Sache, kann man nicht meckern. So Leute, naja, hier hinten, wie gesagt, wie ich gerade schon angesprochen hatte, wird nur ein 12-Volt-Kreis in der Green Betty reingebaut und der Rest wird alles mit einer Powerbank betrieben und den soll es auch gewesen sein. Ja, so sieht es aus momentan bei uns hier in der Green Betty. Ja, ich denke mal, ich bin gut vorangekommen, eigentlich nicht, oder ich wollte eigentlich schon viel, viel weiter sein, aber wie ich ja in dem letzten Video schon gesagt habe, durch arbeitsbedingt komme ich momentan nicht dazu. Ich bin froh, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Ja, hier unten habe ich jetzt noch einen Auszug, da wird dann noch demnächst der Schubfach reingebaut. Ja, und da, wo jetzt die Decke liegt, ist eigentlich unser Podest, so dass da ein Sitz-U entsteht mit einem Tisch, der dann runtergedrückt wird und dann haben wir die Liegefläche. Ja, so sieht es von hier aus. Jetzt zeige ich das Ganze nochmal von hinten. Da hat sich auch ein bisschen was getan in der Garage unter dem Podest. So, öffnen wir mal das Ganze. Ja,
hier unten ist momentan die 12-Volt-Batterie. Da ist der Wassertank. Der Wassertank muss noch angeschlossen werden, 49 Liter. Und hier ist unser Auszug. Eins. Schöner großer Auszug, man kriegt alles rein, alles was sperrig ist. Ja, ist eine wunderbare Sache mit Schwerlastauszügen, die jeweils 120 Kilo belastbar sind. Ich feiere das Ding absolut, man kriegt da so viel rein. Wir haben sogar so einen Klappwagen bei für unsere Tochter, der liegt hier unten drin. Einfach genial, selbst der passt hier sauber rein. Ja, so, was gibt's noch? Ja, Tank habe ich gesagt, Batterie auch. Ja, so sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Ihr seht, da sind noch ein paar Sachen offen. Das muss, wie gesagt, noch verkleidet werden. Und dann bin ich froh, dass ich denn durch bin. Gut. So Leute, das war der kleine Zwischenstand. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es gab lange nichts mehr von mir, aber es soll jetzt wieder weitergehen. Schön, dass ihr mir weiterhin treu bleibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar, was ihr sagt zu dem Zwischenstand von dem Ausbau. Und ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel. Haut rein, macht's gut.